Ich lese aus einem Buch von Kurt Tepperwein vor, Vom Beruf zur Berufung. Es sind eigentlich nur zwei Seiten, aber es betrifft so den Wesen, die Essenz dessen, was Berufung ist, wie ich es noch nirgendwo anders gelesen habe. Das Kapitel heißt Das Gesetz der Berufung. Ja. Es gibt im frühen Christentum einen Satz, der sicherlich nicht leicht zu verstehen ist. Er ist aus dem Thomasevangelium. Und er lautet: Wenn du hervorbringst, was in dir ist, wird das, was du hervorbringst, dich retten. Wenn du nicht hervorbringst, was in dir ist, wird das, was in dir ist, dich zerstören. Ich will es mal versuchen zu interpretieren. Also, wenn das, was in dir ist, also dein Potenzial, wenn du das hervorbringst, also ins Leben bringst, also ausleben kannst, wird es dich retten. Wenn das, was in dir ist, dein Potenzial, du es nicht hervorbringen kannst, das ist ja eine Kraft, so ein Potenzial, wenn es nicht ausgelebt wird, ja, dann wird es dich zerstören. Vielleicht ein Beispiel, eine Eichel. Eine Eichel hat das Potenzial, zu einem Eichenbaum zu werden. Wenn also eine Eichel dieses Potenzial lebt, nach außen bringt, ist diese Eichel sozusagen als Eichenbaum gerettet. Wenn diese Eichel ihr Potenzial nicht nach außen bringt, ja, dann verfault sie, dann vernichtet sie sich selbst, dann zerstört sie sich. Das ist mit dem Satz gemeint. Und vielleicht darf ich ihn also nochmal vorlesen. Wie gesagt, aus dem Thomas-Evangelium. Wenn du hervorbringst, was in dir ist, wird das, was du hervorbringst, dich retten. Wenn du nicht hervorbringst, was in dir ist, wird das, was in dir ist, dich zerstören. Das ist doch heftig, oder? Es gibt eine einfache Interpretation des Satzes, die sowohl für die Menschheit als Ganzes zutrifft, wie für jeden Einzelnen. Der Satz heißt einfach, entfalte dich oder stirb. Wir können diesen Satz als evolutionären Imperativ verstehen. Imperativ, du sollst. Du sollst dich entfalten. Da sagt die Evolution zu uns, die Schöpfung, du sollst dich entfalten. Wenn die Menschheit jetzt nicht über sich hinaus wächst, dann war es das. Dann ist bald Sendeschluss. Dann waren wir auf dem Planeten nur eine Episode wie die Dinosaurier. Die Natur wird es überleben. Doch wir haben das Potenzial, diese Krise zu meistern, uns zu entfalten. Diesen Satz also, entfalte dich oder stirb, möchte ich als das Gesetz der Berufung bezeichnen. Also, lebe deine Berufung oder stirb. Der Satz bringt das ganze Drama, ja das ganze Lebensdrama auf den Punkt. Seine Berufung zu leben ist ja das Lebensprinzip überhaupt. Wenn du deine Berufung lebst, dann lebst du deine Bestimmung. Wenn du deine Berufung nicht lebst, dann spürt die Seele das irgendwann und zieht sich langsam aber sicher aus dir, aus deinem Körper wieder zurück. Immer mehr Menschen erfahren diese Wahl, diese entscheidende Lebensfrage immer deutlicher. So hat Barbara Max Hubbard, die 1984 von den Demokraten in Amerika zur Vizepräsidentin nominiert wurde, diese Entscheidung im Alter von 50 Jahren, zu Beginn ihrer Menopause, sehr eindringlich in ihrem Buch Vom Ego zur Essenz beschrieben. Ein wirklich sehr schönes Buch, was ich sehr empfehlen kann. Also, sie schreibt darin: Eines Tages war ich gerade in meinem Keller am Aufräumen, als mir plötzlich eine verführerische Stimme ins Ohr flüsterte: Möchtest du sterben? Das Angebot war verlockend, doch ich spürte in mich hinein und stellte fest, ich habe eigentlich noch gar nicht angefangen, richtig zu leben. Möchtest du Krebs bekommen oder möchtest du dich verjüngen?
fuhr die Stimme fort. Ich war schockiert. Ich wusste gar nicht, dass ich diese Wahl habe, antwortete sie innerlich. Du hast sie, wurde mir geantwortet. Krebs ist der panische Versuch des Körpers, ziel- und planlos zu wachsen. Verjüngung entsteht, wenn du dich dafür entscheidest, den tieferen Plan deiner eigenen Evolution zu aktivieren. Die Tendenz zum Krebs wird zur Regeneration deiner Zellen umgewandelt, solange du bereit bist, deiner höheren Bestimmung zu folgen. Der Tod kommt, wenn du dich entscheidest, es nicht mehr zu tun. Du wirst so lange leben, wie du schöpferisch tätig bist. Die Menopause führt so zur Metamorphose. Jeder steht vor dieser Wahl. Aber selten ist sie so klar beschrieben worden wie in diesem Buch. Jeder kann diese Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling selbst initiieren, sich wandeln und zur ganzen Größe entfalten. Entfalte dich oder stirb. Ja, das ist das Gesetz der Berufung.